Oh, ihr Süßen, ihr habt jetzt gleich wieder einen Einblick auf meinen Basteltisch. Hier sieht es noch richtig wild aus und es ist eigentlich auch nur mal so ein schnelles Video zwischendurch. Nichts groß hier Erklärbär und so, sondern ich zeige euch einfach noch diese Karte, die zum Thema schwarz-weiße Weihnachten bei Kreativdepot entstanden ist, damit ihr einmal bewegte Bilder dazu habt und nicht nur auf Insta das so seht. Entschuldigung. Ein bisschen belegt die Stimme. So, ich habe begonnen mit diesen Kreisstanzen. Und zwar habe ich mir aus diesem Set von Crealize, glaube ich, war es, oder von Craft Emotions, jedenfalls ist es ein großer, stinknormaler, eine stinknormale Kreisstanze in glatt. Diese habe ich auf ein gefaltetes Papier gelegt. Und einmal so ausgestanzt, dass sie hier oben, ihr seht es auf der Seite, glaube ich, besser genau, dass sie hier oben rüberragt über diese Falzung, ne? Und somit habe ich mein Kartenrolling. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ein weißes Papier in der Mitte gefalzt, dann die Stanze so auf das Papier gelegt, dass die Stanze oben über die Falz rüberragt. So ungefähr so ein kleines breites Stück von 2, 3 Zentimeter locker, dann sonst wird der Steg zu dünn da oben. Und dann habt ihr hier den Kartenrolling. Darauf ist eine Mattung mit dieser coolen Stanze gelandet. Die gab es auch bei Kreativdepot im Shop. Auf dieser Lage ist wieder eine Runde weißes Papier gelandet, ausgestanzt mit der Kreisstanze von Moda Scrap, die genau dann so da reinpasst, dass die Sterne noch zu sehen waren. Auf dem weißen Papier habe ich mit Strukturpaste gearbeitet, die ich mit den Distress Oxides hier in Black Suit eingefärbt habe, passend zum Thema jetzt in Black. Und der Stencil, die Schablone heißt Wonderland Frost Stencil und ist hier noch so ein bisschen dreckig. Ich habe sie noch nicht sauber gemacht. So sieht sie aus mit diesen kleinen ja, Sternchen, ne? Oder Schneeflocken, wie man es interpretieren möchte. Jo. Darauf seht ihr das größte Holz-Deko-Teilchen von Eules Werkstatt. Von diesen Tannenbäumchen, klein, mittel und ich habe das große da drauf. Das große Teil hat hier unten jetzt eine Schleife bekommen und zwar aus dem Nylongarn in Schwarz und dunkles Schwarz-Grau, so heißen die Farben. Und hier unten dieses bisschen Text habe ich, indem ich wieder diese Stanze hier von, wo habe ich denn die richtige Stanze dazu? Die Größe fehlt. Da liegt sie. In meinem Müll versteckt. Also die zweitgrößte von diesen Crealize Stripes. Da passt der Spruch wunderbar rein. Ho, ho, ho. Der stammt aus dem Set im Rahmen Weihnachten. Warte, lass mich was Schönes Weißes drunter legen, damit man die noch mal besser sehen kann. So, da oben ist das Ho, ho, ho. Da fehlt es noch. Ich habe es noch nicht sauber gemacht. Ne? Im Rahmen Weihnachten mit diesen zauberhaften Sprüchen und den 2, 3, 4 Rahmen dazu. Jo. Und diesen Streifen habe ich quasi gestempelt, ausgestanzt und dann hier zweimal gefalzt und hier im selben Abstand zweimal gefalzt. Einmal nach oben, einmal nach unten geknickt, so dass das jetzt hier so ein bisschen erhaben ist und die Ecken zu Fähnchen geschnibbelt. Jo, das war schon alles. Jo. Karte fertig für heute. Ein winziges kleines Video zwischendurch und wir sehen uns, ich denke schon in 2, 3 Tagen bestimmt wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.